südkalifornische Stadt. Dieser Tanz war ein Unfall und sowas. Südkalifornien. Orangeburg, South Carolina. Wie schreibt man das? Charleston. Ist Charleston Kann nicht man ja, kann man Westvirginia? Charleston, wenn ich das richtig gesagt habe. Canasta is played with 52 Card Decks und 4 von diesen Karten. Joker? Weil das kenne ich von Uno und dergleichen, da gab es zumindest 4 Joker. Jokers. Right. Yes. Make a selection. Gut. Okay. Amerikanische Städte, die 20, und damit kenne ich mich nicht aus. Die 20er Städte. Die Statue von Abraham Lincoln und Stephen Douglas stehen auf dem Grund von dieser Stadt oder dieses Gebäudes. Ich war noch nie in Amerika. Wo stehen die Statue von Abraham Lincoln? Wo ist er denn ermordet worden? Uiuiui. Das Problem ist, das Wissen ist zwar schon da, aber zu so einer Uhrzeit. Springfield. Da ist er aber, glaube ich, nicht Make a ermordet worden, selection. oder? Immer noch nicht. Ja, um 3 Uhr morgens das ganze Wissen aufrufen, ist auch nicht so leicht. Das Kapitol Stadt ist das Zuhause von Florida State University. Miami, oder? Vielleicht. Miami ist in Florida. Und glaube ich die größte Stadt, oder? Sorry. Fuck. Anyone else? 1000 Dollar verloren. Tada. Make a selection. Da immer ich. Fort Lewis, an der anderen Seite von Mississippi, stimmt. Die Frage nicht. Ich finde, man macht mal dann danach noch eine Runde. Vielleicht gibt es dann bessere Kategorien. Weil die Kategorien vorne bestimmt, die waren doch auch ganz gut. Nur jetzt haben wir irgendwie scheiß Kategorien erwischt. Falls ich da nochmal mitmachen will, das wird sich zeigen. Make a Die selection. Loxi kenne ich So, gar nicht. du willst nicht mitmachen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das Ding ist, ich bin schlecht in Englisch, ich bin schlecht im Schreiben da. Creepy Critters. Was Jim Staffords Only Million Seller. Was für ein Ding war das? Ich meine, da muss man ja gar nicht richtig Englisch können, weil oben sowieso automatisch die Antwort ausgewählt wird. Ja, stimmt schon. Spiders sind Snakes. Spinnen und Schlangen. Make a selection. Klar doch. Spinnen und Schlangen sind unheimlich, also. Alter von 6 Jahren. Wynton Marshall. Java-Trompete. Wir sind einfach viel zu blöd. Bräuchten bessere Kategorien. Oder einen Dritten, der mitmacht. Schmatke oder so. Der ist aber nicht da. Ja, das ist das Problem. Hielt. Make a selection. Schon wieder ich. Die 20er kann ich machen. Machen wir das mal. Goethe in Weimar schläft und kriechelnd, was? Ich verstehe nicht mal die halben Fragen. Ich glaube, Feinde wird mich so auslachen, wenn er das sieht. Lord Byron. Baron. Make a selection. War das nicht der Typ aus Clock Tower 3? Scheiß, darauf hätte man auch kommen können. Another daily double. Daily Double! Wie viel gebe ich denn? Ich habe mich minus 2500. Ja, geben wir 1000 rein.
Ach scheiße, ich muss das beantworten. Matthew Arnold called his Kublai Khan-Autor. Okay, wer hat das geschrieben? Er hat ihn genannt, ein Poet von. Oh, war das nicht ein Mongole? Einfach weil mir jetzt hoppla, einfach weil mir jetzt besseres No, that's einfällt. incorrect. Taylor Ja, Coleridge. das hätte ich nie Make a gewusst. selection. Aua. Zum Glück ist das gleich vorbei. Etra, bla bla bla. A wild scrum on a pond. Ja, Final, du weißt das bestimmt nicht, wahr? Hast du die Fragen auf sehr schwer eingestellt oder wie? Nein. Warum sind wir denn so schlecht? Ich habe die Fragen auf leicht gestellt. No, that's incorrect. Agatha Anyone else? Christie. Hauptsache, sie kriegt Abzüge. Ja. J.K. Make a selection. Chesterton. Warum immer ich? Diesen 1926 Letter von Ernst Hemingway. Ernst Hemingway. Und da ich an. Nee, das, was ich meine, ist ein Roman. Ich wollte eigentlich der Ortmann nennt das sie schreiben. Michael Collins. Gosh, that's wrong. Gosh, that's wrong. Gertrude Stein. Trudstein. Make a selection. Schon wieder ich. Metz von Rom. Ich antworte jetzt immer. Viel mehr als Minus Minus kann ich hier nicht geraten. Julius Caesar. No, that's not right. Anyone else? Ich bin einfach nur so ein laufender Running Gag. Benito Ah! Make a selection. Benito Mussolini oder irgendwie oder Mussolini. Mussolini, das war der italienische Imperator, das ich ja genannt. Mit dem auch Hitler Kontakt hatte. Das amerikanische Pionier. Der erste Tschechische Weltbevölkerung. Allein schon 5.100 Dollar im Minus, ey. Es war. So, Soccer? Nee, ich gebe jetzt einfach irgendwas so just for fun ein. So. Chiang Sorry, wrong. Anyone Kong. else? Allein sorry, wrong. Ich finde das Glas der Zwang viel besser. Margaret Sanger. Make a selection. Contaminate earlier to internet was banished from the US. Er ist also von Russland rausgeschmissen worden oder verbannt worden, vielmehr. Ein Russe. Es war. Wladimir Horowitz, den kenne ich gar nicht. Aber nehmen wir einmal. Sorry, wrong. Anyone else? Leon Trotsky, Trotsky. Make a den selection. kenne ich doch auch irgendwoher. Esperanto, Word for the. Achso, das Ding. Und so ein Wort für Frau.
Das Gesicht von dem Typ. Alter. No, that's incorrect. Ich habe Schematik genommen, also. Was? Einfach just for fun. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Ich kann es mir gerade nicht. Oh, warte. Das Spiel ist so geil. Ich kann es mir nicht verkneifen, es muss sein. Jetzt kommt bestimmt schneller oder so. Sorry, wrong. Schade. Ich will. Und ja, Tante. Make a selection. Mama mia! Das Pancake. Das Pancake Floor, also Dingsboden. Ein Kuchen. Jetzt kommt. Sachertorte. No, I'm sorry, that's wrong. Anyone else? 1000, 8700, ey. Es ist mir egal, das ist einfach nur Fanfic. Buckwheat. So, no human. Ey, ganz im Ernst, mach mal noch so eine Spaßrunde. Thank you for playing Jeopardy. Scheiß doch darauf, ob wir gut Englisch können oder alles wissen. Wieso ist das jetzt auf einmal so schnell? Keine Ahnung, mach einfach quiet oder quit. Nee, rechts. Vielleicht kriegen wir jetzt andere Kategorien. Geile Credits. Das Spiel ist ja Eric McAfee. McAfee Antivir. Ich wusste nicht mal, dass Nintendo das überhaupt lizenziert hat. Das Spiel ist so geil. Noch eine Runde. Noch ein bisschen Just for Fun. Na gut, aber letzte Runde danach. Ja. Ich bin auch wirklich ins Bett langsam. Ja, nur eben jetzt erster Durchgang und zweiter Durchgang. Danach ist Ende. Ja. Falls das Spiel überhaupt weitergeht. Ja, musst du den Start drücken oder so. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Oder es ist einfach so. Moment, ich stoppe mal kurz die Aufnahme und wir resetten das Ganze. Und da sind wir zurück. Ja, da sind sie wieder. So, jetzt bin wieder ich der erste Player. Jeopardy. Ich bin so. Weißt du, dass du einstellen musst? Moment. So, weiter. Und davon bin ich so eine Scheiße baue. Okay, Sound Settings, was ist das? Was ist das? Bist du denn jetzt reingegangen? Goethe Assistant Response. Da oben auf Response Entry. Achso. Ja, das habe ich nämlich auch gemacht. Player Settings, ich gebe einfach mal alles ein. Okay, man kann echt nicht umstellen. Hab ich dir doch gesagt, aber du wolltest mir ja nicht glauben. Jetzt bin ich der. So ein Schnauzer. Wolf. Gut, dann bin ich dieses Mal. Einfach just for fun. Segler. Ja, wenn der Schmack das sieht, ich glaube, der kippt vom Stuhl. Ich glaube auch. Das Spiel ist so geil. Das ist so herrlich hinlos. Oh, möchte das Show. Bitte lass es diesmal bessere Fragen sein. Das wird sowas von auf dem Gemeinschaftskanal kommen.
Alex Trebek heißt der Typ. Wir müssen immer noch dafür sorgen, dass wir mal die Gruppe zusammenkriegen. Es wird mal Zeit, dass wir mal mit einem, dass wir mal ein Gespräch anfangen, damit man das mal klären kann mit dem Kanal. Ja, das wird alles kommen. Hoffentlich. So, okay. Kunst und Künstler, Berge, okay, das ist ganz gut. Little Names. Schon wieder das. Heilung und Medizin. Europa, geil, das ist sehr gut. Poeten, Europa. Und Jänner 1979, dieses Land, der Canton of Jura. Okay, welches Land hat das gemacht? Was? Die Schwitz. Die kleine Schlampe, ey. Was der, irgend so ein berühmter Schneemann sagte, Himalaya. Das Himalaya ist das höchste Gebiet, der höchste Berg. I'm sorry, that's fine. Anyone else? Cut to Jeff! Cut to me, vielleicht. Sorry, wrong. Anyone else? Was? Einfach, weil ich jetzt bescheuert bin. K4. Bin ich kaputt. No, that's make a selection. Einfach weil ich kann. Diese felsige Seite ist bekannt als Schlüssel zu Mediterran. Damit zu Mediterran. Sorry, wrong. Ah, die Wolle sind uns. Das muss man auskosten. Gibraltar, darauf hätte man eigentlich auch kommen. Berge, diese arabische, Jabal Musa, der Berg von Moses. Auf welchem Berg ist der auch schnell gestiegen? Deswegen den 10 Geboten, oder? Ach, wie hieß der Scheißberg? Ja, genau. Ey, diese dumme Sau, ey! The Man's Right? Der erste Poet von. Oh, die Poeten mit Poeten, habe ich nichts im Hut. Genauso wenig wie ich. Ach, du bist doch der Poetische hier. Bitte! Die ganze Zeit ich zitierst doch. Du so, Love nicht allein, was? Das habe ich nicht zitiert. Okay, von den Poeten, da werden wir bestimmt verkacken. Paul Revere. Paul Revere. Michael Douglas. Okay, der Zweitname von Michael Douglas, der erinnert ihn an seinen Vater. Wie hieß denn der? Nein! Ich weiß es. Ja, ich wollte es auch gerade schreiben. Ich habe in dem Moment gedrückt, Scheiße. Wo sie gedrückt hat. Shit. Diese olle Bitch, die hat genau dann gedrückt, wo ich gedrückt habe. Weil ich bin jetzt den Namen im Kopf durchgegangen, Michael Douglas, und da fiel es mir ein. Coming through. Blöde Sau, da weiß man all meine Frage.